In vorherigen Videos habe ich gezeigt, wie man die Teilströme und den Gesamtstrom in dieser Schaltung als Zeitfunktion im Zeitbereich und auch als komplexe Zeiger im Frequenzbereich, im Bildbereich berechnet. Diese Rechnung ist zum Teil ja auch noch zu sehen. Die lösche ich jetzt mal weg, schaffe hier großzügig Platz, um noch ein bisschen Platz für was Neues zu schaffen. Und zwar, worum es in diesem Video gehen soll, ist nochmal ein grafisches Lösungsverfahren, das hier auf diesem Zeigerbild, auf diesem Zeigerdiagramm basiert. So, dazu male ich jetzt mal eine gaußsche Zahlenebene, eine komplexe Zahlenebene mit einer imaginären Achse für die Imaginärteile und mit einer reellen Achse für die Realteile und fange mal an mit dieser Spannung hier, die war ja gegeben und bekannt. Die zeichne ich jetzt mal als blauen Zeiger ein, deswegen mache ich hier so einen blauen Rahmen ringsrum. Der hat eine bestimmte Länge. Ich zeichne das jetzt rein qualitativ ohne Skalierung. Aber dieser Zeiger hat einen Winkel von 30 Grad. Ich habe jetzt hier auch kein Winkelmesser, aber das ungefähr, das könnten jetzt mal 30 Grad sein. Also ein Zeiger mit irgendeiner Länge und einen Winkel von 30 Grad, also das hier sind die 30 Grad für die Spannung. So, und diese Spannung U, die liegt ja jetzt auch an diesem Widerstand an und die liegt an dieser Kapazität an. Und jetzt kann man sich jeweils an dem Widerstand überlegen, dass ja der Strom durch den Widerstand IR, das ist hier dieser grüne Strom, dass der sich natürlich ergibt aus der Spannung durch den Widerstand. Und weil der Widerstand hier rein reell ist, oder da könnte man auch ZR, die Impedanz dieses Widerstandes, hinschreiben, dann zeigt der Zeiger des Stromes in die gleiche Richtung. Also der blaue Zeiger und der grüne Zeiger, den ich jetzt gleich einzeichne, die sind parallel. Und ich zeichne auch mal diesen grünen Zeiger mit irgendeiner Länge. Wir könnten jetzt rechnen, dass hier oben sind 230 Volt, das R sind 23 Ohm. Dann ist dieser Zeiger hier, der ist 10 Ampere lang. Wenn man jetzt eine Skalierung hätte oder Millimeterpapier, könnte man das oder einfach mit einem Lineal eine bestimmte Länge abmessen, 10 cm oder sowas, dann würde das passen. So, dann können wir weitermachen mit dem Strom durch die Kapazität. Dafür nutze ich mal Rot. IC kann man schreiben als U durch ZC und ZC war ja 1 durch J Omega C, also schreibe ich hier mal hin U mal J Omega C und das 1 durch Omega C sind wieder 23, also die Länge 230 durch 23, 230 Volt durch 23 Ohm ergibt wieder 10 Ampere, aber das Entscheidende ist dieses J hier, das J war das gleiche wie E hoch J 90 Grad, das macht ein 90 Grad Phasenunterschied. Das heißt, der Strom ist gegenüber der Spannung um plus 90 Grad Phasen verschoben. Das heißt, wenn das hier die Spannung ist, dann zeigt der Strom jetzt hier um 90 Grad nach oben. Das sind nicht so ganz 90 Grad. Das sind eher 90 Grad. Also hier ist dieser rechte Winkel von 90 Grad. Und jetzt, selbst wenn ich nicht so richtig eine Skalierung habe, dieser rote Zeiger, der sollte jetzt ungefähr so lang werden oder so lang sein wie der grüne Zeiger. Das ist IC, der ist vom Betrag her eben auch 10 Ampere. Wenn man jetzt Kästchenpapier hat oder ein Lineal, kann man den eben auch 10 cm lang malen zum Beispiel. So, und dann wäre der nächste Schritt, diesen orangen Zeiger hier einzuzeichnen, den Zeiger für den Gesamtstrom und der Zeiger für den Gesamtstrom, die Gleichung schreibe ich mal hier hin, I Gesamt, ergibt sich natürlich als Summe des grünen Zeigers für den Strom durch den Widerstand plus den roten Zeiger für den Strom durch die Kapazität. Das ist einfach wieder der Knotensatz an diesem Knoten dort oben. Und ja, in diesem Sinne kann man jetzt natürlich den roten Zeiger für den Strom durch die Kapazität nochmal hier ranzeichnen. Oder wir könnten auch den grünen Zeiger für den Strom durch den Widerstand noch mal hier anzeichnen und der Zeiger für den Gesamtstrom, der zeigt dann eben vom Koordinatenursprung hier bis zu dieser Spitze, das ist der Zeiger für I Gesamt und jetzt könnte man eben
hier mit einem Lineal das abmessen. Wenn das 10 cm wären und wenn das 10 cm wären, dann sollten das hier ungefähr 14,14 cm sein. Ja, das kann man nicht ablesen, aber 14 auf 14 sollte man ungefähr kommen. Und man sollte darauf kommen, dass dieser Winkel hier bis hier hoch, dass das eben die vorher bestimmten 75 Grad sind. Das kann man mit dem Winkelmesser, also das kann man hier erkennen und kann man dann mit dem Winkelmesser auch relativ gut ablesen. So, und ein zweites Zeigerbild, das man hier auch noch zeichnen könnte, wäre eben das der Impedanzen und der Admittanzen. Dazu male ich mal noch eine komplexe Zahlenebene, eine gaußische Zahlenebene mit einer imaginären Achse und mit einer reellen Achse. Und das, was man hier nochmal darstellen könnte, wäre, dazu nutze ich wieder grün, eben das YR, also die Admittanz von dem Widerstand. Das ist 1 durch R, das wären eben diese 1/23 Siemens. Spare ich mir jetzt mal das auszurechnen, ich mal das eh wieder ohne Skalierung. Das Entscheidende ist mal, hier steht kein J drin, das ist rein reell, das zeigt also in diese Richtung. Male ich jetzt mal mit irgendeiner Länge. Das wäre das YR. Und dann können wir noch dazu das YC, dafür nutze ich wieder Rot. Das YC wäre das gleiche wie J Omega C. Und das wären eben, wurde in einem vorherigen Video auch schon mal ausgerechnet, das gleiche wie J mal 1/23 Siemens. Also das heißt, J ist wieder das gleiche wie, hier steht es oben schon, E hoch J 90 Grad. Also dieser Zeiger zeigt nach oben und hat jetzt die gleiche Länge. Also ungefähr genauso lang wie dieser grüne. Das ist YC. So, und die Gesamtadmittanz dieser Schaltung, Y-Gesamt, die ergibt sich natürlich aus der Summe der Admittanz des Widerstandes und der Admittanz der Kapazität. Und das kann man hier jetzt wieder rein grafisch lösen, indem man halt den roten Zeiger nochmal ans Ende des grünen Zeigers dran zeichnet oder den grünen Zeiger ans Ende des roten Zeigers dran zeichnet. Und dann ist das Orange hier, das ist die Gesamtadmittanz dieser Schaltung. Und dann sieht man, diese Gesamtadmittanz, die hat jetzt eben einen Phasenwinkel von plus 45 Grad. Und wenn man jetzt so ein bisschen aufgepasst hat, dann war ja diese Länge hier, ohne das jetzt eben auszurechnen, das waren 1/23 Siemens. Die rote Länge hier oben, das war auch 1/23 Siemens. Also sollte die Länge von diesem orangen Zeiger halt Wurzel 2 mal 1/23 Siemens sein. Man kann das natürlich auch einfach mit dem Taschenrechner dann ausrechnen und mit einem Lineal abmessen und dann kann man auch die Länge dieser Gesamtadmittanz einfach abmessen. Auf jeden Fall kann man hier super diesen Phasenwinkel ablesen. Und jetzt kann man schlussendlich noch aus der Gesamtadmittanz die Gesamtimpedanz ausrechnen. Die ergibt sich nämlich einfach aus der Inversion 1 durch die Gesamtadmittanz. Und naja, diese Inversion geht jetzt in der Hinsicht relativ einfach. Wir wissen ja, wie lang diese Admittanz hier ist, das kann man ja ablesen oder hier eben so sich ungefähr so berechnen. Jetzt nimmt man 1 durch das. Das ist eigentlich auch total einfach, weil dazu müssen wir ja nur diesen Bruch hier umdrehen. Dann steht da halt nicht Wurzel 2 durch 23, sondern 23 durch Wurzel 2. Und dieser Winkel hier, der wird halt invertiert, weil 1 durch die e hoch j, was hier steht, da wird eben der Winkel dabei negativ und das heißt, die Gesamtimpedanz, jetzt wieder ohne Skalierung, aber die hätte eben in diesem Zeigerbild einen Winkel von minus 45 Grad und hätte eben entsprechend eine Länge von Wurzel 2, nein, von genau andersrum, 23 durch Wurzel 2 und das sind dann Ohm, weil 1 durch Siemens ergibt Ohm. So, und diese Gesamtimpedanz, die sollte man natürlich jetzt auch hier oben irgendwo wiederfinden, weil
Die Gesamtspannung, jetzt wird sie mit den Farben oben und unten ein bisschen konfus, aber egal. Die Spannung hier oben ist ja auch blau, also die Spannung U ergibt sich ja auch aus der Gesamtimpedanz mal den Gesamtstrom. Der Gesamtstrom hier oben war orange, mal den Gesamtstrom. Und das waren Runezeiger, deswegen kriegen wir mal noch der Ordnung halber ein Dach drüber. Und jetzt können wir schauen, also das ist der Gesamtstrom. Der war, das kann ich ja hier nochmal dran schreiben, der war, also das waren 10 Ampere, das waren auch 10 Ampere und deswegen war der dann hier 14,14 Ampere lang. Und wenn wir den nehmen, das hier, und mit der Impedanz hier unten multiplizieren, also 14,14 mal 23 durch Wurzel 2, und oben ist Volt pro Ampere, kürzen sich die Ampere weg, bleibt Volt über, dann sollte man ziemlich genau auf die 230 Volt hier kommen, und auch genau eben diesen minus 45 Grad Phasenwinkel zwischen dem Gesamtstrom und der Gesamtspannung sehen, die sich hier unten aus der Gesamtimpedanz dieser Schaltung ergibt. Und ja, so helfen einem Zeigerbilder eben diese komplexe Rechnung, die da stattfindet und die Amplitudenbeziehung zwischen den Teilströmen und dem Gesamtstrom und der Gesamtspannung oder Teilspannungen, wenn man eine Reihenschaltung hat, so ein bisschen besser zu verstehen. Und man kann einfach mit einem Winkelmesser, einem Lineal und sozusagen so ein ganz bisschen Zahlenrechnung im Taschenrechner sehr einfach damit mit den komplexen Zahlen hin und her rechnen und ja, viel besser oder viel einfacher, als wenn man das einfach nur mit Formeln macht, die Teilströme, Teilspannung, Gesamtströme, Gesamtspannung in solchen Schaltungen berechnen mit Zeigerbildern.